Hallöchen, hier ist wieder euer Hotdog und ich begrüße euch zu einer neuen Folge Minecraft. Genau. So, willkommen zurück zu unserem Krusty Land Teil 11 haben wir heute. In der letzten Folge, haben wir unsere Itchy gebaut, ne? Heute machen wir noch die dazugehörige Maschine, die, sag ich mal, solche Kugeln in die Luft wirft, sodass er die jongliert. Und ja, ihr seht, ich habe schon zwei in der Luft gebaut, das ist aber nicht so schlimm, denn ich sag mal, man kann sich die Kugeln da platzieren, wo man gerne möchte, ob die jetzt beide in den Händen sind oder in der Luft oder halt noch eine im Automaten steckt. So, aber bevor wir überhaupt uns um das alles kümmern und anfangen, machen wir erstmal noch an den Beinen, das habe ich vergessen zu sagen, wir hatten ja hier solche Schrauben gemacht, da machen wir nochmal Knöpfe ran. Ich finde das optisch ein bisschen besser, wenn wir da noch einfach Knöpfe dran platzieren. So, okay, dann würde ich mal sagen, gehen wir erstmal wieder zu unserer Kiste und dann können wir auch wieder fleißig weiterbauen. So, was nehmen wir denn hier erstmal alles? Okay. So, also heute brauchen wir erstmal grünen Ton. Dennoch Fichtenholzbretter, Birkentreppen, wieder von die Stufen. Dennoch Schwarzeichentreppe, davon natürlich auch wieder die Stufen. Und dennoch Akazienholztreppe. Man kann auch rote Sandsteinziegeltreppe nehmen. Das ist dann, wie gesagt, immer so ein bisschen Geschmackssache. Wieder noch einen Spender brauchen wir. Haben wir das ganze Blockmaterial zusammen, kann es auch gleich losgehen. Und zwar beginnen wir einfach mit grünem Ton. Ich weiß jetzt nicht, ob ihr jetzt diesen Automaten, der solche Kugeln in die Luft wirft, random platzieren wollt. Oder ob ihr den jetzt, sag ich mal, bei der Statue so Augenmaß, habe ich jetzt auch nur so gemacht, so abgeschätzt, wo der so stehen könnte. Und zwar gehen wir einfach mal hier an den Fuß ran. Wir haben ja, sag ich mal, hier so einen Vierer. Vorne dann hier beim zweiten, fangen wir einfach mal an zu zählen. Und zwar 1, 2, 3, 4. Beim vierten setzen wir unseren grünen Ton hin. Das Ganze ziehen wir auf jeder Seite, sag ich mal einmal nach vorne, noch 1, 2, 3, 4, 5, 6 Blöcke hin. Insgesamt sind es 7 Blöcke, das heißt jetzt hier nochmal zur anderen Seite auch nochmal 6 Blöcke platzieren, ne, dass wir hier an den Seiten immer 7 Blöcke haben. Das heißt hier vorne machen wir auch nochmal 6 Blöcke ran und hier nochmal zumachen, auch nochmal 6 Blöcke. Dass wir auf jeder Seite 7 Blöcke insgesamt haben. So, wenn das der Fall ist, nehmen wir einmal unsere Fichtenbretter und entscheiden jetzt, wo die Rampe ist zu unseren Automaten. Ich hätte sie gerne jetzt hier auf der Seite. Das heißt, jetzt auf einer Seite machen wir die einfach mal, an den Seiten, sodass nur einer übersteht und ziehen ja einfach mal 4 Blöcke hin. So, das Ganze machen wir dann einfach mal wie so eine Treppe. So in etwa. Das Ganze hier auch nochmal auf der anderen Seite. Oh, dass wir erstmal eine Treppe haben. Jetzt nehmen wir einfach mal unseren grünen Ton. Und ziehen das nur an den Seiten jetzt erstmal mit hoch. Machen wir das Ganze hier auf 3 erstmal. Ziehen wir an den Seiten hoch. So, überall auf 3. Und dann die innere Seite machen wir einfach komplett zu. So. Auch nochmal komplett lang auf allen Seiten. Machen wir auch erstmal auf 3 Blöcke hoch. So. Okay. So. So sollte es das Ganze jetzt erstmal aussehen. Dann nehmen wir uns erstmal unsere Birkenholztreppen zur Hand und setzen die einfach mal vor unseren Fichtentreppen einfach mal rauf. Wir machen hinten doch noch einmal ein bisschen höher, wie so eine Treppe. Und die auf dem letzten Block machen wir einfach eine Stufe hin. So, jetzt hier an den Seiten haben wir ja, sag ich mal, hier noch einmal so frei. Da platzieren wir das Ganze nochmal mit den Schwarzeichentreppen hin. Und oben dann natürlich noch eine Stufe. Natürlich müssen wir jetzt da unten auch noch was platzieren. Und da machen wir einfach die Schwarzeichentreppen nochmal als Treppen hin. So. Okay. Dieses Spiel machen wir auch nochmal auf der anderen Seite. Das heißt jetzt einfach hier, machen wir erstmal die Treppen rauf. Ja, oben machen wir nochmal einen Fichtenblock hin. Darauf dann auch nochmal die Birkenholzstufe. Und an den Seiten einfach die Schwarzeichentreppen. Wie dann zum Schluss nochmal die Stufe da platzieren. Und darunter einfach wieder die Schwarzeichentreppen platzieren. So, okay. Ja, jetzt kümmern wir uns einfach mal um die Mitte. Das heißt, wir machen wir einfach erstmal zu mit den Birkentreppen. So. Oben natürlich die Stufen. Okay, so kann man es jetzt theoretisch lassen, aber da ist irgendwie noch so ein Pfeil abgebildet. Und den stellen wir einfach mal so ein bisschen leicht dar. Da machen wir einfach, quasi so ein Kreuz hin. Das soll so ein Pfeil darstellen, der die Richtung markiert. So in etwa. Okay, jetzt wechseln wir ganz einfach noch zu unserem grünen Ton und ziehen jetzt einfach oben drauf nochmal überall eine Schicht lang. Ja. Okay.
Super, so sieht das Ganze dann auch schon etwa aus. Jetzt nehmen wir einfach mal unsere Spender und die würde ich mal, ja, platzieren wir einfach mal hier so hin. So, das ist ja unsere Abschichtvorrichtung, ne, dass auch die Kugel irgendwie hochgeschossen wird. So, dann sind wir eigentlich mit dem Blockmaterial an sich fertig. Das können wir eigentlich entfernen und gehen nochmal an unsere Kiste ran, denn wir müssen jetzt noch eine Kugel bauen. Dann nehmen wir uns noch das hier. Also für eine Kugel brauchen wir ganz einfach ja, graues Glas. Man kann auch hellgraues Glas nehmen, das ist immer so Geschmackssache. Dunkelgraue Wolle und noch Eichenholztreppe, aber ihr könnt auch jede andere Treppe nehmen. Das wären die Sitze dann innen drin. So, haben wir das Blockmaterial wieder zur Hand. Geht es auch gleich los und zwar setzen wir graue Wolle. Jetzt sage ich mal auf die Höhe hier, wo unsere Kanten sind. Machen da erstmal so ein Plus hin. Ja, so wie so ein Plus. Und dann machen wir nochmal überall an den Seiten nochmal ein so nach außen stehend. So, innen drin schlagen wir dann hier wieder so ein Plus frei. So, jetzt nehmen wir unsere ja, Eichenholztreppen hin und sage ich mal, machen wir einfach die Sitzplätze fertig für unsere Fahrgäste. Ne? Dann nehmen wir einfach wieder unsere unser Glas und dann ganz einfach hier machen wir das so, wie wir angefangen haben, einfach oben wieder zu. Eigentlich relativ einfach, ne? So diese Kugeln. Okay. So, und die werden dann, sag ich mal, so in die Luft geschossen und dann fängt er die auf und wirbelt die dann so hin und irgendwie, weiß ich gar nicht, wie die wieder runterkommen, aber naja, irgendwie funktioniert das schon. So, ihr seht, ich habe schon zwei in der Luft gebaut. Eigentlich hat er nur drei Kugeln, das heißt, ihr könnt dann, sag ich mal, quasi zwei in der Luft machen oder in den Händen und eine dann hier. Natürlich kann man auch, sag ich mal, hier drei machen. Ihr seht es ja hinten bei meinem Vorbau. Das könnt ihr dann entscheiden, was sieht besser aus, ob er jetzt nur zwei in der Luft hat und dann noch einen da oder ob ihr drei hier macht und dann hat er da keinen. So an sich hat er nur drei und von daher würde ich das auch so lassen. Ansonsten könnt ihr auch beides machen. Einmal in der Abschussrichtung eine Kugel rein und natürlich brauchen sein Ichi auch nochmal drei Kugeln. So, das war's dann auch eigentlich. Fertig ist er. Was wir als nächstes bauen werden für unser... ich habe einen falschen Skin an sich gerade. So, jetzt ist richtig. Jetzt passt das. Okay, also was wir als nächstes bauen in unseren Crustian, weiß ich noch nicht so ganz genau. Da könnt ihr mir ja gerne wieder Vorschläge geben. Ansonsten gucke ich mal ein bisschen nach, was wir als nächstes nehmen. Denn ich sag mal, jetzt haben wir wieder zwei Fahrgeschäfte. Vielleicht wird es mal wieder Zeit für ein Restaurant. Das könnte ich mir eigentlich auch gut vorstellen, dass wir da so einen Platz hier. Naja, okay. So, dann ist unser Ichi fertig gebaut und dann, ja, stelle ich mir einfach mal Safety hin. Ihr seht dann noch den anderen, der wird jetzt wieder weggebaut. Und dann seht ihr den in der nächsten Folge nicht mehr. So, dann würde ich mal sagen, stellen wir uns Safety hin und dann stehe ich Safety. Dann war es das wieder von meiner Seite. Ich sage einfach mal, schaltet ein zum nächsten Video und haut's rein. Und, ja. Tschüss.